Aber nicht bei Eleanor, wie es aussieht. Festbuffet. Es gibt keine stilvolle Art, alles auf diesem Tisch auszuprobieren. Oder? Tut mir leid. Oh, naja, Donuts fehlen schon entsprechend viele. Ich glaube, da war der Polizist schon da. Tut mir leid. Hä? Ich mach doch gar nichts. Eine schöne Eisskulptur. Das unsinnigste Wodka-Liefersystem der Welt. Ach so, da wird oben Wodka reingegossen, dann kommt der da durch die Rinne unten raus, ne? Ja, 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 alles klar. Gut, dass die Skulptur auch nicht schmilzt. Wir müssen unbedingt zur Bushaltestelle übrigens. Das ist letztes Jahr passiert, ja. Ich erinnere mich genau daran. Das war so gegen 10 oder 11 Uhr abends. Und ich sage dir, er war schon hackedicht, Mann. Ich kann so ein Trinkverhalten nicht befürworten. Trotz meines Berufs. Das Frühlingsfest ist anders als die Lantern. Keine Frage. Ich will auch aufs Fest. Also. Kommt er aus dem Diner gerast und haut auf dem Weg einige Tische um. Und dann? Dann sehe ich, wie er wie aufgescheucht zum Dock rennt und bin gleich hinterher. Weil ich genau weiß, was er vorhat. Und dann, wie sollte es auch anders sein, springt der Hundesohn vom Ende des Piers einfach ins Wasser. Mit einem Bauchklatscher. Und der arme Bastard ist so betrunken, dass er vergessen hat, dass er nicht schwimmen kann. Also springe ich ihm hinterher. Hat etwas gedauert, aber ich habe ihn wieder an Land gezogen und ihm einen Krankenwagen gerufen. Nur zur Sicherheit. Aber ihm ging's gut. Also war ich den Rest des Abends klitschnass, was mich jetzt stört. Aber alle haben mir ständig gottverdammte Handtücher angeboten. Am nächsten Morgen taucht er bei mir auf mit einer Schachtel voller Pralinen. Pralinen! Gott allein weiß, warum er sich genau damit entschuldigen wollte. Aber ich muss zugeben, ich habe die ganze Schachtel verputzt. Die besten Pralinen überhaupt. Okay, wilde Geschichte, aber ich bin ganz ehrlich, so süß mit den Pralinen. Ich frage mich gerade bei Eleanor, das mit der Krankheit. Ich habe ein wenig Zeit. Ja. Ich laufe mal ein bisschen rum und quatsche mit den anderen. Das machen wir gerade. Wir hatten gar keine Möglichkeit, das zu verraten mit der Krankheit, oder? Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Hab zumindest nichts bemerkt. Hätt's eh nicht gemacht, aber ne, nur mal so. Es war ein harter Monat. Aber das hier macht alles wieder wett. Jed liebt diese Stadt so sehr. Es ist inspirierend. Ich finde das auch voll schön. Ich muss zugeben, ich mag so diesen Kleinstadtcharme hier überall. Das ist alles so lieb. 232? Liebe von Bruns, was? 233? Was? 234. Was? Bruns-Zähler? Die rote war 234. Moment. Verdammt! Eins, zwei, drei. Dieses Spiel macht einen echt fertig. Warum tue ich mir das an? Vielleicht kann ich ihm irgendwie helfen. Aber guck mal, die Frau weiß bestimmt, ne? Ein weiteres Jahr, in dem ich den Gutscheingewinn behalten kann. Ich bin so gut. Ernsthaft? Komm schon, Jellybeans Lady. Das ist voll daneben. Für eine Jellybeans Lady wirkt sie ziemlich selbstgefällig. Ist Jellybeans nicht eine Marke? Dürfen die jetzt einfach so? Oder ist es einfach so allgemein? So ansehen. Das ist doch unmöglich, oder? Ach, man muss genau die Anzahl schätzen. Okay. Hallo. Errate die richtige Anzahl an Gelee-Bohnen und gewinne einen Preis. Du hast nur einen Versuch. Ein Versuch für die genaue Anzahl? Die Regeln sind schon ein bisschen krass, oder? Du bist gleich nach diesem entschlossenen jungen Mann dran. Okay. Ein weiteres Jahr, in dem ich den Gutscheingewinn behalten kann. Ich bin so gut. Aber wie können wir denn... Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so auf ein Glas Jellybeans konzentriert. Hi. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Du nimmst diese Jellybeans aber echt ziemlich ernst. Ja, denn der Preis ist ein 100-Dollar-Geschenkgutschein. Chrissy ist immer noch ganz nervös nach der Aufregung. Deshalb besorge ich ihr einen Haufen Leckerlis. Oh. Klingt echt peinlich, wenn man es laut sagt. Überhaupt nicht. Es ist süß. Vielleicht kann ich helfen.
Echt? Bist du gut darin? Was glaubst du, wie viele Jellybeans es sind? Ich würde eher auf 300 tippen, ich weiß es nicht. Um die 300? Ja, könnte sein. Die Lady, die beim Glas sitzt, hat sich irgendwie verändert. Vielleicht sollte ich sie lesen. Das war jetzt aber sehr deutlich. Ich hätte jetzt eh nochmal gemacht, aber das war sehr überdeutlich. 300? So ein Trottel. Nicht mal annähernd. Ich lag so krass daneben. Vielleicht sollte ich etwas sagen, bevor er falsch tippt. Mann, was ist dein Problem, Lady? Okay, schnell. Hey, ich hätte da noch einen Tipp. Ja? Er ist 700? Er hat ja schon mehr gezählt, ne? Ich denke, es sind so ungefähr 700. Ja, 700 klingt gut. Aber wir müssen es ganz genau treffen. Ich habe gespürt, wie ihr Herz einen Aussetzer machte. Ich sollte sie nochmal lesen. Ja. Oha, nervös. Wow, das war nah dran an 731. Wer ist dieses Mädchen? Oh ja, ich weiß Bescheid. Na dann. Die richtige Antwort ist 731. Frag mich nicht wie. 731 Jellybeans. Das stimmt. Yes. Danke für deine Hilfe. Du bist krass. Kein Ding. Juhu. Telefon hoch. Das Gelee-Bohnen-Ratespiel ist beendet. Glückwunsch an unseren Gewinner, Hector. Danke, danke, spart euch den Applaus. Mist, ich dachte, das läuft bis Mitternacht. Normal schon, aber jemand hat genau richtig geraten. Nie im Leben, diesmal hat echt jemand gewonnen. Ja, ich bin überrascht. Wie lange ist es her? 4 Jahre? Ich glaube 5. Okay, und Riley? Riley ist heute wohl ziemlich sentimental drauf. Ich wüsste nur gerne, wo sie gerade steckt. An der Bushaltestelle. Ich möchte nur kurz sagen, wie wunderbar Haven wirklich ist. Nächte wie diese erinnern mich daran, was für ein Glück ich habe, es mein Zuhause zu nennen. Kein anderer Ort wird dem je das Wasser reichen. Smiley. Du selbst bist auch nicht schlecht. Liebe. Ja, die Riley haut ab, ne? Danke nochmal. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr sogar. Dieses Fest ist der Hammer. Und so kehrte wieder Frieden im Jellybeans-Königreich ein. Juhu! Mit Betrug. Oh, sie ist sauer. Unglaublich. Woher hat sie das gewusst? Lebenslanges, emotionales Trauma. Na, 5 Jahre kam sie damit ja durch. Also 100 Dollar in 5 Jahren, ganz ehrlich. Ja, also ganz, ganz ehrlich. Dann brauchst du sonst auch keinen Stand machen, wenn du das nicht mal... Bestimmt ist Jet auch hier irgendwo. Vielleicht gehe ich mal Hallo sagen. Jo. Aber erstmal hier rumgucken. Was immer das hier ist. Ja, ich glaube, die Hüpfburg ist nicht fertig geworden bis jetzt. Und wer sitzt hier? Oh. Nervöser Junge, nervöses Mädchen. Na dann lass mal Lauschlappen aufsperren. Hätte ich kein Parfüm benutzen sollen? Trägt es zu dick auf? Vielleicht war es auch nicht genug. Oder vielleicht ist es das komplette Fehlen einer Unterhaltung. Warte. Mist. Hätte ich ihn umarmen sollen? Denkt er, dass ich denke, das wäre kein Date? Oh, sie kriegen den Dreh eines Tages raus. Oder auch nicht. Das sind immer noch die beiden aus der Gasse, ne? Oh, ich würde ihnen gerne helfen, aber offenbar machen wir... Hallo, was ist denn hier? Warum freest das ab und zu? Was ist da los? Pyramide aus Leergut? Huch. Wo es Bier gibt, gibt es Bauarbeiter. Okay, was ist das für ein Hardcore-Klischee? Was ist das denn für ein Klischee? Holy, was? Was? Schwierige Aussage, na gut, klar. Diese versoffenen Bauarbeiter. Alle alkoholvergiftet. Guck mal, der süße Spielplatz hier. Würde mich am liebsten irgendwo draufsetzen. Da. Studentin. Echt cool, dass das Radio live aus dem Park berichtet. Toll. Man fühlt sich echt wie auf einem Mini-Coachella. Ziemlich mini.
Was denn ein Coachella? Was hast du in letzter Zeit? Witzig, dass du fragst. Erinnerst du dich an diesen Song Allerbester Daydreams? Anfang 2000er? Kann sein. Auf jeden Fall ist was echt Verrücktes passiert. Ich habe in der Lantern gelernt und da fiel mir auf einmal der Text ein. Ich dachte so, wenn die das jetzt spielen würden. Und dann kam es einfach. Was? Das ist ja crazy. Oder? Da kommt man echt ins Grübeln. Über die Schwingungen, die wir in den Äther schicken. Hm? Du weißt schon, diese Wellen und so ein Kram. Kann sein. Mit Karma ist echt nicht zu spaßen. Die Studentin, der wir geholfen haben, ihr Lied zu hören. Was, keine Marshmallows? Ach, komm schon. Das nicht unbedingt Story verändern, aber schön, dass es dann nochmal aufgegriffen wird, ne, um zu zeigen, dass wir da was geändert haben. Hinsetzen können wir uns auch, machen wir gleich. Aber erstmal Studentin Street. Oh, was denn hier noch? Die schwarze Bestie. Oh, ich sollte ja. Mac zumindest sagen, dass ich den Anruf gehört habe. Das hat er verdient. Ja, eins am anderen. Oh ja. Oh, hi Val. Sie haben sogar dich zum Mitmachen überredet, ne? Ach süß. Aushang. The Black Beast of P. Audley's Traveling Circus. Die schwarze Bestie von P. Audley's Reisenden Zirkus. Audley's Reisenden Zirkus und sein Kronjuwel. Die schwarze Bestie tourten in den 1930er und Anfang der 1940er in den Vereinigten Staaten, bevor P. Audley vorzeitig hier in Haven Spring, Colorado verstarb. Diese unglückselige Aufführung verweilte jahrzehntelang in Havens Geschichte und Gerüchte über die Bestie kursieren noch heute. Das Kronjuwel von Audley's Reisenden Zirkus war bekannt als die schwarze Bestie, wahrscheinlich eine melanistische Farbvariation des Panthera onca. Berichte von Augenzeugen widersprechen dem traditionellen Verständnis der Gattung aufgrund seiner ungewöhnlichen Größe und unnatürlichen Langlebigkeit. Die schwarze Bestie sollte am 27. Juli 1944 in einer Show in Haven Springs auftreten. An diesem Abend ermöglichte ein Vorfall während der Aufführung der schwarzen Bestie die Flucht in die Wildnis der Berge. Dabei tötete sie mehrere Darsteller. Selbst heute berichten Wanderer, Jäger und jener mit abenteuerlustigem Herzen von Sichtung eines großen Schattens, der durch die Berghänge von Haven Springs pirscht, präsentiert von der Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. So. Habe ich ein bisschen beeilt, weil das so viel Text war gerade. Jet hatten wir schon, aber ich wollte sie noch vorlesen eigentlich. Ich sollte Mac zumindest sagen, dass ich den Anruf gehört habe. Einfach klasse! Das ist die beste Zeit des Jahres! Diese Freude ist echt ansteckend. Besonders für mich. Ah, schön. Ich finde das auch gut. So, wir setzen uns mal. Und hören ein bisschen Musik, glaube ich, ne? Ja, ich glaube ja. Ach so, das ist also diese Gemeindeversammlungssache, von der alle immer reden. Ja, yep. Alles klar. Wheels on the bus, they go round and round. The autumn leaves, they keep falling down. And I finally feel I found a place where I'm at home with my heart again. Lay me down by the river. I'm looking up at the trees. The sun it shines, the sun it blinds my heart again. Yeah, I hope this fire burns all night for us. Yeah, I hope the stars in the night off my bones, let the water run all down my neck. We can drift away, we can find a place where we feel like
hope this land lasts forever. Schnell, 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 schnell. So. Gerade pünktlich aufgestanden. Voll schöne Musik. Ach so, alles bereit. Kommst du zur Bühne? Unterwegs? Okay, warte. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich gehe lieber zurück. Ja, aber ich habe noch zu tun. Aber wir haben noch, ich wollte noch zur Bushaltestelle und hier ist noch der Autofreund. Guck mal. Okay, also, es geht um ein junges Bauernmädchen im magischen Land der Elfen. Sie sucht nach ihrer Schwester, die vor Jahren von der berüchtigten Hexergilde entführt wurde. Und weiter? Und unterwegs trifft sie ein paar Söldner. Aber es sind keine gewöhnlichen Söldner, sondern kriminelle Elfen und untote Priester. Sie finden die Schwester. Aber die ist inzwischen die hohe Hexerin der Gilde. Und sie bedroht das ganze Königreich mit ihrer krassen Magie und so. Und sie müssen sie töten. Oder? Keine Ahnung. Total das Dilemma. Wie Shakespeare trifft Tolkien. Ich sag dir, sowas wollte ich schon immer mal schreiben. Mann, einfach unglaublich. Klingt, als wärst du endlich wieder inspiriert. Von wegen Inspiration. Ich musste nur mal abschalten, um mich daran zu erinnern, wer ich bin. Beides wahrscheinlich richtig. Habe ich Autofreund gesagt? Autorfreund, nicht Autofreund. Ich mag Autos. Ja, aber offenbar, ganz ehrlich, das Lab hat ihn natürlich inspiriert. Und die Magierin, diese krasse Magierin, die kann man natürlich nicht einfach so töten. Da muss man schon irgendwas special machen dafür natürlich. Ja. Danke, Steph. Dank dir habe ich endlich wieder richtig Spaß daran. Ethan scheint nicht der Einzige zu sein, den das Lab heute inspiriert hat. Ah, schön. Jetzt, wo alle so glücklich sind, wird gleich alles furchtbar. Sag mal, kann ich nicht zur Bushaltestelle irgendwie? Hier ist noch ein Hinweis. Hier wird nicht mal gesoffen. Na dann, viel Glück, Schild. Ja, ja, ist die richtige Aussage. Ob sich da alle dran halten? Bestimmt. So, ich gehe erstmal hier wieder in die Richtung, in die Grube. Leeres Fass. Mann, Helvin geht bei dieser Party ja richtig ab, hä? So. Ein Geländefahrzeug, cool. Ein random Quadbike geparkt vor einem Haufen Betrunkener. Was kann da schon schief gehen? Das wird schon alles passen. Was ist denn das hier? Oh, das ist ein Mikrofon. Ganz versteckt. Nanü? Hey, hallo alle zusammen. Kann ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Jet, was machst du denn? Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um euch hier vor Gott und den Augen aller zu sagen, dass Annette Theresa Foster die schönste Frau der Welt ist. No. Es heißt, beim Frühlingsfest geht es darum, seine Gefühle kundzutun. Und Anne, ich denke, dass ich sterben würde, wenn ich dich nicht zu meiner Frau mache. Du musstest ja wieder eine Szene machen, oder? Eine Szene? Ist das richtig übersetzt? Der hat doch keine Szene gemacht. Das war schon süß. Das war schon süß. Okay, aber kommen wir aus dem Park auch raus? Das wäre meine Frage. Weil ich würde gerne zur Bushaltestelle und jemanden vielleicht aufhalten, den Bus zu nehmen. Eventuell. Also nicht aufhalten, den Bus zu nehmen, sondern zumindest noch Tschüss sagen. Sieht aus, als wären noch echt viele Leute in der Stadt unterwegs. Neuer Bergarbeiter, hey. Nein, Mom, es ist kein Notfall. Mir geht es gut. Das war's? Nur, Typhon ist echt, ich weiß nicht. Du weißt doch von unseren Verschwiegenheitserklärungen. Ich habe drüber nachgedacht und... Mhm. Kannst du mal mit Onkel Rick reden? Er soll mal prüfen, ob das legal ist. Oha. Oha. Nein, Mom, bitte tu das nicht. Ruf ihn morgen an. Ist bestimmt alles okay. Ist es nicht. Hm? Oh ja, die veranstalten hier ein großes Fest.
Ja, es ist schön. Vorhin fand auf der Hauptstraße ein Freilufttheater statt und jetzt... Ein Bier. Ich weiß, Mom. Weiß ich. Trink nicht zu viel. Du wirst schnell besoffen. Es war nur ein Bier, Mom. Das war's, ne? Okay. Oha, nervös. Typhon ist nicht normal. Es war ein Fehler, herzuziehen. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Können wir ihm natürlich nicht sagen. Die Eisverkäuferin schon wieder. Die sind auch überall, die beiden. Worüber freust du dich? Ich hab dich schon lange nicht mehr so fröhlich gesehen. Wegen dem Kuchen. Der Eiscreme-Kuchen in Drachenform. Seit wir den haben, hat sich echt was verändert. Und diesmal war das deine Idee. Ich muss ständig daran denken. Wie wär's denn mit einer Schlosskuchenform? Ja, das wäre super. Und wie wär's mit kleinen Schwertern statt normalen Messern? Oh mein Gott, wir könnten doch sogar selbst ein Lab veranstalten. Als Werbung. Oh, und wir könnten unser Treueprogramm Erfahrungspunkte nennen. Okay, pass genau auf. Eine komplette Fantasy-Umwandlung. Vergiss das mit der Lawine. Drachenschatz Eiscreme. Ich liebe dich, Schatz. Und ich dich erst, Hase. Oh, ist schon süß. Und ganz ehrlich, ich würde auch hingehen. Ich mag das. Voller Skyrim-Theme einfach. Und sie ist sehr happy. Wir sind Eiscreme-Genies. Wir haben es einfach drauf. Zeig den Bizeps, Eiscreme-Lady. Und alle inspiriert vom Lab, weil da alle einfach Bock drauf hatten. Manchmal ein bisschen aus dem realen Leben zu flüchten. So, ich hoffe, wir können hier rumlaufen und uns alles angucken, ohne dass wir da Probleme kriegen, dass da irgendwas spielt ohne uns. Typhon Flugblatt. Na nö. Nachbarn? Nicht euer Ernst. Oh Gott. Fröhliches Frühlingsfest. Ihre Nachbarn der Typhon Minengesellschaft sind stolz, das Frühlingsfest 2019 zu sponsern. Ja, unsere liebenswerten Nachbarn. Sie sind so gut zu uns. Die Black Lantern kommen wir gerade nicht rein, ne? Doch, kommen wir. Will ich aber gerade noch nicht, ehrlich gesagt. Ich will mich hier noch umschauen. Ich muss zur Bushaltestelle. Was ist denn hier los überall? Scheiße, ist das euer Ernst? Eine Kralle? Eine scheiß Haarkralle an meinem Auto? Okay. Also darf ich jetzt nicht mehr da parken, wo ich normalerweise parke, nur weil wir verfluchte Blumen feiern müssen? Hey, Kralle! Du kannst mich! Glaubst du, du machst die Welt zu einem besseren Ort? Glaubst du etwa tatsächlich, du dienst den Bürgern? Du bist ein verfluchtes Werkzeug des Establishments! Du bist nur ein Rad in der Maschine, du Scheißmetallstück! Junge, hat der Probleme. Ich glaube, die Kralle ist sein kleinstes Problem, oder? Wow, Alter. Wirklich so. Schade, dass ich mit meinen Emotionen keine Türen aufschließen kann. Aha, das nächste Life is Strange. Da kann man Schlösser öffnen und looten. So, der ist natürlich ein bisschen sauer, komisch. Eins, zwei, drei, ich kontrolliere mich. Eins, zwei. Scheiße, ich kontrolliere einen Scheiß. Sorry, Alter. Wir alle mussten da schon durch. Wobei ich das mit der Kralle hier gerade auch nicht so richtig verstehe, warum hier generell... Warum hier? Ich sehe da auch gar kein Parkverbot. Ach, da. Wahrscheinlich. Na gut, naja. Bestimmt wieder dieser komische Pike. Den mag ja nur keiner. Morgen, große Eröffnung. Suppe und Salat gratis für Frühlingsfestteilnehmer. Hier ist niemand. Mit wem sprichst du? Hier ist... Vorbei und schaut euch um. Hier ist niemand. Mit wem redest du? Ich bin froh, dass jemand den Diner wieder eröffnet. Ich auch, aber... Oh, er ist nervös. Bei der großen Eröffnung darf nichts schiefgehen. Die Leute werden nicht ewig nachsichtig sein. Vielleicht ja doch. Mit kostenlosem Essen kommt man in Haven weit. Vor allem auch gegenüber von der Kneipe. Glaube ich. Ich nehme meinen Coupon. Es gibt keine Coupons. Sag mir einfach deinen Namen. Ich erinnere mich schon.
Okay. Alex Chen. Alex Chen. Haben wir uns heute nicht schon unterhalten? Nö. Mann, ich bin so dumm. Hm? Druck Coupons aus, hat sie gesagt. Ich merk mir das schon, hab ich gesagt. Totale Selbstüberschätzung. Naja, du könntest ja was auf mein Blog posten. Für einen Kommentar gibt's einen Rabatt. Oh, gute Idee, Kleine. Viel Glück damit. Düdelim? Kein Düdelim? Das Düdelim kommt bestimmt noch. So, Schild von hier hinten, weil wir können ja nicht hingehen. Cool. Möge das beste Kleinstadt-Diner gewinnen. Hm. Große neue Eröffnung. Das Braunbär-Diner eröffnet nächsten Monat unter neuer Leitung. Wir freuen uns darauf, Ihnen Essen zu servieren. So. Ich habe Angst, zu Steph zu gehen, zur Bühne, weil ich Angst habe, dass das Spiel dann weitergeht. Und wir dann Sachen nicht machen können, die wir jetzt eventuell machen können gerade. Wir zum Beispiel hier noch rumlaufen und alles erforschen, ne? Und die Gespräche. Heute Abend sind richtig viele Leute auf der Hauptstraße. Mhm. Freunde. Ah nee, das war das Pärchen. Oh, hier ist closed. Interessant. Das Lab hat echt Spaß gemacht. Ja, total. Glaubst du, beim Fest gibt's noch was zu essen? Hast du Hunger? Dachte, du würdest das wollen. Ja, vielleicht. Vielleicht? Naja, nicht wirklich. Trotzdem, danke. Klar. Cool. Ja, nee, das wird nichts mehr. Ich mag trotzdem, ne, also, ich, egal wer es war, ich mag die Person, die Kumpeline geschrieben hat. Ich weiß nicht warum. Ich mag Kumpeline irgendwie. Als Übersetzung. Oh, er, sie ist sauer. Oh Gott. Ich mag sie einfach so sehr. Was soll ich nur tun? Sorry, Mann. Verbotene Liebe ist hart. Die ist nicht mal verboten. Sag es ihr doch einfach. Redet doch drüber. Verdammt, ich stehe einfach total auf diesen Deppen. Was soll ich nur tun? Redet drüber. Moment. Die stehen beide aufeinander? Kommt schon, Leute. Mann, wieso kann ich sprechen? Warte kurz. Zeit, sich einzumischen. Ja. Zum Wohl der Allgemeinheit natürlich. Na, endlich. Hey, Macht einfach endlich rum. So. Es ist das Frühlingsfest. Und ihr fahrt offensichtlich mega aufeinander ab. Macht einfach endlich rum. Was? Ganz genau. Ist das so offensichtlich? Was meinst du denn damit? Scheiße. Julia, ich will das nicht versauen. Was ist offensichtlich? Reden wir über dieselbe Sache? Pass auf. Wären wir nicht auf offener Straße, ja, würde ich dich jetzt anspringen. Ja! Ich... Willst du vielleicht heute Abend mit zu mir kommen? Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall. Oh. Ja! Und jetzt sind beide happy. Juhu! Bei ihr, heute Nacht. Viel Glück dabei, du wirst es brauchen. Ich bin ganz ehrlich, bei mir wäre jetzt so eine nervöse Wolke drumrum. So, so. Ich werde ihm den Kopf verdrehen. Los, tu es. Na, endlich! Na, endlich! Ja! So, Schildchen, was gibt's hier Neues? Seit ich sie vorhin allein gelassen habe, habe ich nicht mehr mit Charlotte gesprochen. Hoffentlich geht's ihr gut. Das hoffe ich auch. Während des Frühlingsfestes geschlossen, normale Geschäftszeiten am Montag wieder aufgenommen. Ich hoffe, sie ist da nicht so eine Hülle von sich selbst, weil wir alles rausgezogen haben oder so. Zumal wir keine Erfahrung damit haben, Gefühle von anderen zu übernehmen, sage ich mal. Huch, falscher Button. So, ist hier auch gleich wieder geschlossen. Nö, hier ist komischerweise nicht geschlossen. Hier ist noch ein Schild. Ich könnte zurückgehen und eine Rose für Steph oder Ryan holen. Das machen wir auf jeden Fall. Lethys Blumen oder Lethys. Wir haben heute zur Feier des jährlichen Frühlingsfestes früher geschlossen. Bitte kommen Sie an unserem Wagen auf dem Festplatz vorbei und holen Sie sich eine Rose für jemand Besonderen. Alles Liebe, Eleanor. Das machen wir noch mit der Rose. Machen wir auf jeden Fall noch. Aber erstmal da hinten die plaudernde Frau und den plaudernden Herrn. Hab eine Überraschung für dich. Ist das eine gute oder eine schlechte? Ich spiele jetzt Moondrop Ranch. Nicht dein Ernst. Ich fange was mit Melody an. Der Krankenschwester, die ist so süß. Ich will ganz ehrlich sein. Das Spiel ist super. Ich liebe dich. Das ist doch 100 pro Stardew Valley, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so anmachen würde, wenn er mein Lieblingsspiel spielt.
Aber man lernt nie aus. Oha, 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 da bandelt sich auch was an. Sag mal, kann es sein, dass der Teil der Stadt hier aufgeschlossen ist jetzt, neuerdings? Oh ja, weil da wahrscheinlich das Sheriffbüro ist, ne? Nee, da hinten geht nix. Ja, es ist wahrscheinlich bis zum Sheriffbüro geöffnet und dann weiter nicht. Okay, da... Warte. Oh. Ist da jemand hinter der Brücke der Blumen? Ja. Ist etwas spät für eine Busfahrt. Das wird mit Sicherheit Riley sein. Und wen haben wir hier? Hallo, Frau? Okay. Huch, CIT-Sticker, was ist das denn? Hey, stimmt ja. Ich sollte Riley gratulieren, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Der ist aber neu. Und Riley steht noch da hinten. Wir sagen ihr aber nichts wegen der Mutter, ne? Ich bin dafür, dass wir ihr das nicht sagen. Und das erste Mal, dass wir jetzt über die Brücke kommen. Nice. Lass mich raten, hier können wir auch sonst nirgends hin, ne? Ah, hab ich mir gedacht. Ja, hab ich mir gedacht. Ich dachte, ich probier's mal, aber hier geht's natürlich nirgends weiter. Aber egal. Hauptsache, wir kommen zu Riley, die hier seit einer Stunde wartet. Die kann doch, bis der Bus kommt, kann die doch zum Frühlingsfest gehen. Und sie ist natürlich nervös. Es ist soweit. Ich warte an der Bushaltestelle. Jetzt beginnt ein völlig neues Leben für mich. Das Gefühl kenne ich. Ich hoffe, das will sie auch. Da ist sie. Sieht voll bepackt und bereit aus. Ja, ich weiß halt nie, was richtig und falsch ist. Hey, Riley. Oh, hi, Alex. Was machst du hier? Ich gehe nur spazieren. Und du? Der Frau kann man nichts erzählen. Mein Bus kommt heute Abend und ich konnte es nicht ertragen, mich von allen zu verabschieden. Verstehe ich. Ich werde diese Stadt vermissen. Und am meisten meine Oma, natürlich. Wenigstens wird Mac im Laden aushelfen. Oh, wie cool. Wir probieren es mit einer Fernbeziehung. Aber erwarte nicht zu viel. Ehrlich nicht. Ich hoffe, Oma kommt zurecht. Sie ist gesund, aber manchmal frage ich mich, ob sie wirklich alleine sein sollte. Eleanor verheimlicht ihren Zustand. Aber Riley würde es bestimmt wissen wollen. Was soll ich tun? Ne, ich sag das nicht. Ich wusste es. Ich hab's, aber ich erzähl's nicht. Riley würde bleiben. Der Mac hilft aus. Wenn irgendwas ist, können die beiden auch Bescheid sagen. Wir sagen es jetzt aber nicht. Ich möchte ihre Entscheidung, sie ist jetzt schon, ich glaube, sie ist jetzt schon verunsichert. Natürlich hat man Angst, ne, auf die große, in die große, weite Welt. Ein Lebensabschnitt endet, ein neuer beginnt. Ich werde sie jetzt nicht damit belasten. Sie soll sich erstmal, ne, das ist jetzt vielleicht, okay, das ist nicht egoistisch, weil es betrifft uns selbst ja nicht, aber sie soll sich erstmal auf sich selbst konzentrieren und darauf, dass sie halt weiterkommt. Ne, dass sie muss das durchziehen. Und die Mutti, also die Omi, also die Eleanor, ist ja auch stolz auf sie. Und sie will ja auch, dass sie das macht. Und die würde auf gar keinen Fall wollen, dass Riley wegen ihr hier bleibt. Das würde sie auf gar keinen Fall wollen. Mac hilft im Laden aus und ist einverstanden mit der Fernbeziehung, ganz ehrlich. Finde ich erstaunlich. Erwachsen ist das richtige Wort, aber erstaunlich reif von Mac. Hätte eigentlich gedacht, dass der ausflippt, wenn sie weggeht. Und da gibt es ja auch andere Jungs und er bleibt hier und hat keine Kontrolle mehr. Also eigentlich ist er normalerweise nicht der Typ, der sowas eigentlich mitmacht. Aber vielleicht hat er einfach gar keine andere Wahl. Oder hat sie ihm gar keine andere Wahl gelassen. Ich weiß es nicht. Aber sie probieren es halt einmal erstmal mit einer Fernbedienung. Sie probieren es mit einer Fernbedienung. Und der Mac ist ja für die Eleanor da. Ich glaube, wir können es riskieren, einfach das Geheimnis zu bewahren. Eleanor ist wirklich stolz auf dich. Ja. Alles, was sie will, ist, dass du deine Träume lebst. Hast recht. Natürlich. Viel Erfolg mit allem. Wir feuern dich an. Das muss richtig gewesen sein, oder? Wenn Danke, Alex. Hab ganz viel Spaß auf dem Fest. Und wir telefonieren jeden Tag, ja? Na gut, ich meine, wir sind nicht BFFs oder so, aber wir telefonieren aber, ne? Und du sagst immer Bescheid und wenn irgendwas ist, melde dich auch gerne. Pass auf dich auf, Riley.
Ich hoffe, alles wird gut. Ist immer noch nervös, aber das war sie vorher auch. Kann ich in die Bushaltestelle gucken? Jo, aber da ist nichts, nur eine Fläschchen. So, Rallye. Das war Rallye.